Okay, also wir machen weiter und werden uns jetzt noch ein bisschen ausbreiten. Wir schauen mal, wo wir noch rein, uns noch reindrücken können. Vielleicht diplomatisch. Können wir eigentlich jetzt ein zweites Königreich noch gründen? Hier oben vielleicht irgendwas? Herzogtum Rhein, Königreich Deutschland. Da sind wir weit entfernt noch. Was gibt es denn hier für Königreiche? Bayern haben wir, Böhmen. Hier oben, oh, Böhmen wäre realistisch hier oben. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann gehen wir mal Richtung Böhmen. Schauen mal, ob wir hier friedlich was machen können. Hier ist nichts. Hier drüben. Auch nicht. Das sieht nicht so schön aus. Der ist momentan im Krieg. Und er ist auch im Krieg. Er hat hier einen Aufstand. Ja, da müssen wir wahrscheinlich dann mit Gewalt hier rein. Er hat 1,15 an Einheiten. Das sollte kein Problem sein. Wir werden hier Krieg erklären. Vassalisierung erzwingen. Es kommt mit Grafschaft Ferrara hier unten. Bis die hier oben sind, haben wir schon alles hier erledigt. Also, vielleicht sollte ich auch mal wieder zwischenspeichern. Aber aktuell, wir haben auch Kohle für noch ein paar Söldner. Aber erstmal passt das. Was ist hier? Die sind aber jetzt hier schnell runter marschiert. Die sind sehr schnell hier runter. Und dann läuft er wieder zurück. Das ist man eigentlich gar nicht so gewohnt, wie schnell man hier die einzelnen Provinzen jetzt bekommt. Normalerweise ist das immer ein ewig großer Aufwand, bis du hier die Ansprüche hast und so weiter, bis das alles durchgeht. Und hier haust du dich durch eine Provinz nach der anderen, haust du dich einfach durch. Vor allem, wenn du halt schon etwas größer bist. Norberta besteht darauf, dass ich ihr dabei helfe, einen alten Hut passend zu machen. Von einem Kind lasse ich mir nichts vorschreiben. Norberta wird eventuell stur. Nein! Sie hat mir sogar die Zunge herausgesteckt. Da werden gleich mal die Flügel gestutzt. Kann man doch nicht mit dem Drachen so umgehen. Oh, da oben verliert er gegen Plünderer. Hat er ansonsten... Nee, er verteidigt nur gegen uns momentan, aber hat offenbar die Plünderer hier drin, ja. So, wir holen uns den gleich nochmal. Natürlich wieder ohne Anführer, oder? Eieiei. So, wenn wir hier reingehen. Die Frage ist, ob wir ihn dann angreifen, wenn wir hier reinmarschieren. Die Plünderer angreifen. Nein, das tun wir nicht. Das heißt, wir teilen uns auf. Gehen hier rein. Belagern alle beide. Er wird rausgedrückt. Plünderer wahrscheinlich jetzt dann bei uns. Oh, und wir müssen ein bisschen unsere Vasallen im Auge behalten. Wir haben jetzt hier so viel eingenommen, dass die natürlich alle immer sauer sind. Deswegen werden wir hier mal ein bisschen schmieren. Wenn du Kohle hast, dann ist alles in Ordnung. Kohle kannst du jeden gefügig machen. Ich habe hier einen mit minus 100. Was ist dein Problem? Meinung von Vorgänger, minus 121. Was ist das denn hier? Stadt Donauwörth. Ah, okay. Weiblicher Herrscher, ausgehobene Aufgebote, neidisch und Drache. Was, wie kamst du? The Forest auf die Idee mit der Facecam und bei Hunger aus Durstanzeige? Ja, das hat sich halt angeboten, weil das auch so schön rund ist. Und dann kann man das schön reinsetzen. So, also er plündert jetzt bei uns momentan. Er steht hier unten. Ihn könnten wir uns noch holen hier. Bevor er weiter plündert. Bevor er weiter belagert. Das machen wir jetzt auch. Mal schauen, ob wir dann schon das Königreich gründen können.
Manu braucht einen Fokus. Ist das unser erstgeborener Sohn? Ah, wir haben ja nur einen Sohn. Wir gehen auf die Etikette. Können wir jetzt eigentlich schon hier auf die Ultimogenitur wechseln? Wir haben immer noch keine 10 Jahre Regentschaft. Und wir haben auch immer noch nicht die feudale, spätfeudale Verwaltung. Kommt noch dazu. So, jetzt ist er uns auch feindlich gesonnen, weil er bei uns schon geplündert hat. Deswegen könnte er uns jetzt auch noch angreifen. Ich hoffe, das macht er nicht. Und wir sind wieder schwanger. Sehr schön. Wir müssen auf alle Fälle... Okay, wir bekommen jetzt auf alle Fälle einen Drachen. Und dann müssen wir auf die Ultimogenitur wechseln, damit unser jüngstes Kind erbt. Ich bin über meine Zukunft unsicher und kann nicht aufhören, mich um das Leben meines ungeborenen Kindes zu sorgen. Ich soll ein Gelübde ablegen. Oder wir erhalten zynisch und verlieren eventuell religiöse Eiferer. Wir schauen mal, welche Gelübde es gibt. Gelobe keusch und tugendhaft zu sein? Nee. Demütig? Oh, seid demütig und vermeidet die Freuden des Fleisches und die heilige Jungfrau könnte euch mit einem starken und gesunden Kind segnen. Das hat auch Auswirkungen offenbar aufs Kind. Aber die sind alle gleich immer stark und gesund. Seid wohltätig oder gemäßigt. Wir machen mal gemäßigt. Was auch immer das heißt, wie wir das dann letztendlich schaffen. Ich hoffe mal auch, dass es ein Junge wird. Das wäre gut. So, wir haben wieder ein Grafschaft geerbt. Jetzt sind wir etwas über dem Domänenlimit. Das Kind hat heute Lust auf was anderes. Was soll man essen? Letztes Mal haben wir das hier genommen, damit wir mehr Gesundheit bekommen und Prestige. Wir verlieren Gold und 20% Chance, dass wir gefräßig werden. Wir probieren es mal. Sind nicht gefräßig geworden. Können wir eigentlich hier oben... Ja, wenn wir uns aufteilen, wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen für die Belagerung dann. Wir bleiben erstmal hier drin und Prag kommt dann ganz zum Schluss. So. Hier runter marschieren. Macht jetzt auch wenig Sinn. Vielleicht reicht sogar, wenn wir hier oben Prag dann komplett haben. Der hat hier 1, 2, 3, 4, 5 Domänen drin. Königin Norberta von Bayern hat Grafschaft South Bohemia geerbt. Jetzt geht's aber los. Jetzt haben wir schon 7 Domänen in unserem Besitz. Kämmerer, Bürgermeister von Linz. Wir nehmen lieber den Piff. Die müssen wir jetzt aufteilen. Müssen die dann abgeben. Hier oben zum Beispiel. Die beiden könnten wir abgeben. Also South Bohemia. Vielleicht das hier auch noch. Oder das hier unten. Friesach. Wobei die sehr wertvoll ist. 58, 45. 37. Wenn wir mal schauen bei unserem De Jure Gebiet Königreich, Herzogtum würde ich mal gern schauen. Ja, dann können wir vielleicht die beiden hier abgeben. Die zwei hier. Also wir suchen uns einen tollen Charakter. Mit viel Verwaltungspunkten. Oh Gott, 8 Punkte ist das meiste, was es aktuell gibt. Lade und Höfling in Bayern, den nehmen wir. Der hat auch gute Werte. Landtitel. Und zwar bekommt er Traungau und der Skorch, Hofkaplan von Graz, bekommt Friesach, war das, oder? Ja, Friesach. Okay, damit sind wir wieder im Domänenlimit.
warten hier oben ab, dass wir hier schön belagern. Eigentlich könnte man mit unserer Mannschaft hochmarschieren jetzt. Jetzt hat er nur noch 276, da kann er nicht mehr viel anstellen. Wir sind im letzten Monat der Schwangerschaft angekommen. Und jetzt heißt es Daumen drücken. Wehe, ihr drückt nicht mit die Daumen. Dann, ne, hat euch aber. Wenn es ein Mädchen wird, dann ist es eure Schuld. Einen Sohn mit dem Namen Ash. Ash heißt er. Okay. Sehr gut. Also wir haben einen Sohn. Einen Drachensohn. Perfekt. Das heißt, wir wechseln jetzt dann in die Ultimogenitur. Und wir werden jetzt hier auch den Fokus von Familie wegnehmen. Und werden auf die Diplomatie, ich würde fast sagen auf die Verwaltung. Dort fehlen uns noch ein paar Punkte. Auf die Verwaltung gehen. Ansonsten einen Erben heranziehen, werden wir mal deaktivieren, aktuell. Und gehen auf Ruhm erlangen. Prestige größer als 5000. Da sind wir noch etwas weit entfernt momentan. Tumpold. Stärkt die katholische Religion. Heiliger Krieg gewinnen. Muss jetzt nicht sein. Es bleibt nicht wirklich viel übrig jetzt. Wir nehmen doch mal Ruhm erlangen, weil es plus 1 Diplomatie und Prestige gibt. Apropos, wir sind da noch in überhaupt keinem Zirkel. Vorhin waren wir im Dominikanerorden, jetzt gehen wir in den Benediktinerorden. Das habe ich ja komplett verschwitzt, dass wir hier noch rein müssen. So, wir haben viel zu viel Kohle, das heißt, wir werden wieder investieren. Und zwar werden wir investieren in Bergfried. Bergfried ist ganz gut. Oder Übungsplätze für mehr Moral. Nimm mal die Übungsplätze. Hier haben wir noch das Burgstädtchen. Erstmal die Kohle, dann die Aufgebote. So. Und die hier oben, die lassen wir mal. Das sind unsere Kerngebiete hier, die wir immer aufrüsten. Die hier oben lassen wir. Eventuell müssen wir noch die ein oder anderen auch mal abgeben. Das Gelübde abgelegt war nicht umsonst. Die heilige Jungfrau hat mich mit einem gesunden und starken Jungen gesegnet. Ich muss meinem Gelübde treu bleiben. Wir würden gemäßigt erhalten. Wir machen das. Gemäßigt ist gut. Wie stark ist er denn jetzt, unser Sohn? Hat jetzt der irgendwelche Werte? Hat leider keine zusätzlichen Werte bekommen. Er hat eine persönliche Kampffertigkeit von 30 als Ei. Okay. Die gleichen wie wir auch. Na gut. So, dann, ja, wir warten mal die Zeit ab. Oh, wer kommt hier? Nochmal ein Aufstand. 99%. Weil wir noch keine größere Schlacht gewonnen haben, das ist jetzt das Problem. Eigentlich haben wir hier unten schon Schlachten geschlagen, aber die waren offenbar wirklich zu klein für uns jetzt. Schade. Freistadt wird von Fraticellisch schon wieder heimgesucht, dass ich das auch nicht wegbekomme. Dass ich das nicht wegbekomme, Mensch. Württemberg auch, kam, Freistadt und unser Hofkaplan, der schafft einfach nichts. Ich schicke den mal hier rüber nach Freistadt. Vielleicht schafft das dort, aber irgendwie kriegt das nicht auf die Reihe. Wann haben wir denn den Krieg begonnen? 1112. Na gut, dann sind die 3 Jahre ja bald rum. Das heißt, wir können dann den Krieg beenden. Hofspitzel, ein neuer, mit 12 Punkten, das ist nicht viel. Wir schicken dich wieder nach Konstantinopel. Ob ich mich duellieren kann? Nur auf dem Schlachtfeld in der Regel. Wir sind ja keine Nordmänner. Frieden anbieten.
Wir kapitulieren. Ah, sehr schön. Wir brauchen nicht mehr warten. Wir sind ja keine Nordmänner, können deswegen auch nicht in einen Kriegerclub, Kriegerzirkel. Und ansonsten, wenn wir Schlachten anführen würden, dann könnten wir die anderen Anführer zum Beispiel herausfordern. Habe ich bisher ein paar Mal gemacht, ist aber meistens immer schlecht für mich ausgegangen. Meistens immer. Man kann nach 3 Jahren den Krieg beenden. Ja, wenn du noch keine größere Schlacht geschlagen hast, dann musst du mindestens 3 Jahre hier den Krieg standhalten, damit du dann den Frieden machen kannst. Wenn du in der Zwischenzeit eine größere Schlacht geschlagen hast, dann gilt das natürlich nicht, dann kannst du auch nach 1 Jahr oder nach 2 Jahren schon beenden. Aber jetzt kapitulieren die ja eh. Das heißt, wir werden sein neuer Lehnsherr. Gut, die Frage ist, ob wir jetzt schon das neue Königreich gründen könnten. Sieht noch nicht so aus. Böhmen fehlt uns. Oh, wir sind genau bei 50%. Wir brauchen aber 51. Das heißt, wir brauchen noch eine Provinz. Zum Beispiel die hier unten, die auch unabhängig ist. 1,71. Das heißt, wir erklären dir den Krieg mal eben. Weil friedlich will er nicht. Nein. Ab wann es als große Schlacht zählt, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Gerade eben war es so, dass wir zwar viele Schlachten geschlagen haben, aber das Verhältnis von unseren Einheiten zu den Gegnereinheiten, ich weiß nicht, ob das eine Prozentzahl ist dann oder so, das war schon, also die hatten, ich glaube, so 33% oder 66% weniger wie wir jetzt. Wir hatten, ich glaube, um die 1500 oder sogar mehr. Er hatte irgendwie um die 500 und wahrscheinlich müssen die ungefähr gleich sein. Gefahr ist dabei, dass der Charakter bestimmt sterben kann, richtig? Von was sprichst du denn? Vom Duellieren? Ja, aber es kann auch positiv sein, dass du dann zum Beispiel bessere Eigenschaften bekommst durch das Duellieren. Hallo Panpan! Was wir zocken? Crusader Kings 2 ist das. Hast du dir einfach mal gedacht, jetzt schaue ich hier rein? Ich weiß nicht, was es ist. Schau es mir mal an. Ist auch schön. Okay, also wir führen hier Krieg, Vassalisierung erzwingen, damit wir diese eine Provinz noch bekommen. 1300 warten hier auf uns. Und jetzt greift er hier gleich mal an. Können wir dich noch umlenken? Jawohl. Wenn wir die Provinz haben, dann haben wir schon mal unser zweites Königreich. Und wenn wir in den Intrigebildschirm schauen, wir brauchen 3 Königstitel und eine Reichsgröße gleich oder größer 180. Wir haben aktuell 112. Wenn wir noch ein größeres Königreich uns nochmal holen, denke ich mal, oh, wie hier weiter hier die fratizellische Ketzerei um sich greift, das ist echt schlimm. Und wir haben eine weitere Grafschaft geerbt. Wenn wir ein drittes Königreich uns dann noch aussuchen, eventuell kommen wir dann auf die 180. Vielleicht. Stopp! Nein! Oh, jetzt greifen wir natürlich hier komplett mit Malus an hier. Uiuiui. Ist jetzt die Frage, ob das zum Beispiel eine größere Schlacht war. Wir können ja mal reinschauen, ob da was drin steht jetzt. Leider nicht. Vielleicht galt das jetzt gerade eben schon als größere Schlacht. Müsste man mal schauen, ob im Wiki irgendwo was steht, was als große Schlacht zählt. Ah, wir brauchen nur 3 Königstitel oder 180 Reichsgröße. Dann schaffen wir doch das heute. Ohne Probleme. Tatsächlich, einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Na dann, holen wir uns noch ein Königreich und dann ist das hier erledigt. Was, ohne Caps Lock? Dann schaffen wir das heute sogar noch, Mensch. Wir haben noch eine Stunde locker. So, wir sollen Buße tun. Wir machen das mal. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt einfach nur umsonst um unseren Erben bemüht.
jetzt komplett egal, weil wir mit dem jetzigen Charakter das komplett fertig spielen. Könnte ich mir vorstellen. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwo ein Königreich finden, wo wir schon anteilig Provinzen besitzen. Welches Gespräch hatten wir schon mal beim Russland-Run? Was meinst du denn jetzt? Dass wir nur noch eine Stunde brauchen und das jetzt schaffen? Oder was meinst du da? So, wir können uns auf die Suche nach einem Artefakt machen. Das machen wir auch. Wir haben genug Kohle, um die zu investieren. Hier oben wird gleich belagert. 100% wegen der Kaiserreichgründung. So, heute läuft alles besser. Heute läuft alles besser. Ach so, du meinst, wie man Kaiserreich gründet. Da habe ich es auch nicht gelesen. Das stimmt. Das ist richtig. So, also jetzt müssen wir eigentlich hier das Königreich und Böhmen gründen können. Sehr schön. Kostet uns 218 Gold und 200 Pietät. Aber wir bekommen 400 Prestige. 2 von 3 erledigt. Und wir suchen uns ein weiteres Königreich. Königreich Deutschland ist schon sehr groß. Da brauchen wir ziemlich viel. Da haben wir aktuell nur 13%. Nordgau. Ah, Herzogtum. Jetzt dachte ich schon, das ist aber klein. Friesland ist ganz hier oben. Da hätten wir schon eine Provinz. Da wäre es eventuell am einfachsten. Salzburg haben wir schon. Steiermark. Moment, wir können, dass ich hier immer ins Herzogtum reinrutsche. Friesland, Kärnten. Kärnten wäre auch ganz gut. Oder Lothringen. Lothringen haben wir 17%. Kärnten haben wir 25%. Und Friesland haben wir 12%. Wahrscheinlich hier unten. Wobei wir hier oben nur 1, 2, das wäre 1. Oh, wir haben hier Häuptling. Quillern der Eroberer. Oh, dann können wir ja den auch gleich direkt angreifen. Geht das? Heiliger Krieg? Ah, geht wieder nur um einzelne Provinzen. Wir schauen mal hier runter. Hier unten war Kärnten. Das heißt Udine. Hier unten. Wir schauen mal, ob wir vielleicht sogar Vassalisierung bekommen. Sehr schön. Hier ist Vassalisierung nicht möglich, weil er im Krieg ist. Verteidigt gegen Erzbischof in Furianischer Krieg zur tributpflichtigen Unterwerfung. Oh. Wenn wir gleich Krieg erklären. Wie viel hat er denn hier? 2400. Aber das machen wir. Das machen wir. Also er will sich quasi das hier holen. Er hier drüben. Oder wir greifen ihn an. Da haben wir nur Grenzdisput. Also wir werden ihn auch angreifen jetzt. Können auch wieder Vassalisierung machen. Es kommt mit Grafschaft Lesbos. Hier drüben. Normalerweise müsste das schon reichen, oder? Dann, wenn wir die Provinzen hier haben, vielleicht reicht das schon. Wenn nicht, müssen wir ihn auch nochmal angreifen. Das hier fehlt auch noch. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir das hier haben, also das hier noch, das ist schon reicht. Na gut. Also wir haben genug Geld. Das heißt, wir werden eventuell dann auch auf die Söldner zurückgreifen. Aber wir werden jetzt schnellstmöglich hier mit eingreifen.
So, Udine ist jetzt mit dabei. Können wir von dir auch nochmal Truppen ausheben? Nein, momentan noch nicht. Oh, dann sind wir aber jetzt schnell fertig dann. Provinz von Eichstadt wird von der Fratizellischen... Ah, das ist echt nervig. Oh, da kommt hier Besuch noch. 2600 kommen hier gleich mal. Wo könnt ihr denn? Ah, natürlich nicht. Wenn die alle hier reinmarschieren, dann sammeln wir uns alle jetzt erstmal hier drinnen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Und werden hier verteidigen. Wir sind nämlich hier auf dem Hügel. Er hat auch noch eine Überquerung. Ist das nicht sogar ein Berg? Das ist sogar Berge. Also eigentlich die perfekte Position, um hier zu verteidigen. Ich gehe davon aus, er wird nochmal umdrehen. Er kann aktuell noch umdrehen. Mal abwarten. Nö. Okay, er dreht nicht um. Er lässt es wirklich jetzt darauf ankommen. Wahnsinn. Okay. Wir kommen rechtzeitig rein. Und gewinnen das Ganze natürlich. Sehr gut. Erste Schlacht ist geschlagen. So langsam denke ich, dass Fafnir ein Auge auf mich geworfen hat. Ja, muss nicht sein momentan. Wir sind glücklich, so wie es ist. Wir haben schon den Kriegsstand von 75. Irgendjemand ist jetzt gestorben. Wer ist gestorben? Wieso ist jetzt auf einmal unsere... Oh, wir haben was geerbt. Wir haben jetzt 9 von 6 Domänen. Nö. Wir haben das hier drüben, haben wir dazu bekommen. Das ist neu dazu gekommen. Also, da müssen wir das wieder abgeben, bevor wir weitermachen. Aber ich sehe da jetzt überhaupt kein Problem mehr, Mensch. Das ist schon so gut wie gewonnen. Ehrgeizig nehmen wir nicht. Den mit der Gicht auch nicht. Oh, das reimt sich alles. Hinterlistig ist auch schlecht. Ah, da gibt es echt nur doofe Charaktere. Dracul, Hofspitzel von Pilsen, der bekommt Krimis. Dann Rattleskin. Rattleskin bekommt, oh, er ist geblendet. Midilik. Midilike. Midilike. Medilike. Dann fehlt noch Traungau. Eigentlich ist es ja wurscht. Wir haben ja jetzt, der stirbt bald. Wir haben ja jetzt eh gleich gewonnen. Wenn nicht doch irgendwas ganz Furchtbares passiert. Traungau. Und wir sind wieder im Limit. So, wir marschieren mal hier rein. Er belagert jetzt hier, oder? Nö. Wir stellen uns hier rein. Und warten ab. 75%. Was machen wir denn dann? Dann werden wir uns noch entscheiden für einen neuen Run, würde ich mal sagen. Damit wir das nächstes Mal nicht mehr machen müssen. Oh, hier oben. Hier oben belagert er jetzt nochmal. Mit 1700. Der Schurke. Ist das jetzt schon vorbei? Der Krieg? Sein Krieg? Ist der jetzt schon rum? Nein. 53 zugunsten von Erzbischof Rathalos der Drache. Aber wenn er hier nichts eingenommen hat,
Da kann er doch auch nicht gewinnen. Ah, er hat hier zwei Provinzen hat er eingenommen. Das heißt, wir müssten relativ schnell jetzt auf die 100 kommen, wenn das möglich ist. Eine neue Fraktion. Ich kann mir vorstellen, wenn er jetzt ihn tributpflichtig macht, ob wir dann mit ihm nochmal im Krieg sind, wie das dann funktionieren wird. Er hat es endlich geschafft, dass er die zum Katholizismus hier überredet. Mann, 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 die erste Provinz endlich. Wobei die immer noch fratizellisch ist. Sollte die nicht katholisch jetzt sein? Nee, er kriegt es nicht auf die Reihe. 91%. So, entweder Buch lesen oder ja, gehen wir lesen ein Buch. Ja, 53%, er kommt nicht weiter momentan. Jetzt gehen wir doch auf die Jagd, weil das Buch nichts für uns war. So, Tests von unserem Marschall für 30 Gold können wir machen. So, hier oben hat er erfolgreich belagert, macht aber gar nichts. Wir werden erstmal hier unten durchbelagern und dann ihn nochmal jagen. Hier fehlt noch eine Domäne. Und wir haben die 100%. Okay. Und jetzt kommt es drauf an. Wir sind nicht mehr im Krieg mit ihm und er... Genau, er ist jetzt auch nicht mehr im Krieg. Das heißt, er hat jetzt die Arschkarte gezogen und leider verloren. So, wir schauen mal, ob wir jetzt hier unten das Königreich Kärnten gründen können. Können wir. Das war's. Sehr schön. Gut, und jetzt können wir ein neues Kaiserreich gründen. So sieht's aus, Mensch. Das ist ja fantastisch. Es ist nicht ganz so strukturiert, unser kleines Bayern hier. Aber hey, das macht jetzt gar nichts. Das macht gar nichts. Wir werden das machen. Und ich hoffe mal, das Achievement triggert. So, ja, da ist sie schon. From the Ashes ist da. Und wir haben eine unglaublich hässlich grüne Farbe. Gut, also dann ist der Achievement Run auch abgeschlossen. Das ging jetzt schneller, wie ich heute eigentlich dachte. Auch dank dem Black Knight, der mich mal wieder hervorragend unterstützt hat auch und mich entsprechend hingewiesen hat darauf, dass man für die Gründung des Kaisertitels nur entweder drei Königreiche oder eine Größe von 180 braucht, oder war das eine Reichsgröße von 180 oder größer? Das ist ja wunderbar. Dann ist das jetzt auch vorbei. Wir haben es geschafft. Ich freue mich. Das Grün gefällt mir nicht. Deswegen werde ich den Spielstand gleich mal verbrennen. Und wir suchen uns wieder einen neuen Achievement Run aus.